wie lange der Ortsbeirat an und dran war, dass das die Tretbeckensituation hier geschaffen werden sollte. Durch Umbaumaßnahmen und bereits durch Firmen, was der Markus Küster, deswegen bin ich ganz froh, dass der auch mit anwesend ist, geplant hatte, waren die vorbereitenden Baumaßnahmen hier im Bachbett quasi schon erledigt. Aber das kannst du vielleicht gleich noch näher erläutern. Und letztendlich haben wir dann über den Kernarbeitverein eine Fördermöglichkeit gefunden. Das ist ja immer so, je nachdem, welche Thematik das Jahr ansteht. Das kann Frau Küpper dann gleich noch erklären. Schön, wenn man delegieren kann. Vorteilhaft fand ich an der Stelle ist, das alte Tretbecken wurde entsprechend zurückgebaut und weggenommen. Und hier eine sinnvolle Ergänzung zu dem Gesamtarrangement. Es ist viel geschehen mit der Hütte. Der Teich wird jetzt neu gemacht. Das Neubaugebiet hinten wurde ausgewiesen. Und hier ist der zentrale Punkt von Ausfeld. Hier findet das Leben statt. Hier ist Dorfleben. Hier finden Feste statt. Hier ist das Treffen. Und hier gehört auch, wenn man es noch Tretbecken nehmen möchte oder eher Naturerlebnisbecken, richtig angebracht und nicht irgendwo abseits vom Dorfplatz, sondern hier mittendrin. Und anhand der Materialien, aber wie gesagt, das wird der Markus Küster gleich noch erklären, haben wir den natürlichen Wasserdurchlauf genutzt und sind dadurch in der charmanten Lage, nicht irgendwelche Hygienevorschriften beachten zu müssen, was regelmäßig abgelassen oder nachgefüllt werden muss. Man nutzt das, Holger hat es eben auch schon erwähnt, 365 Tage führt die Uhr auf Wasser. Und ja, ich denke mal, es wird gut angenommen werden. Hier, die immer mal geguckt haben und gesagt haben, boah, das ist ja toll hier, das ist ja in der Bauphase schon eigentlich einmalig. Ich muss auch überlegen, wo hier in der Gegend noch ein Tretbecken ist oder ein Wassererlebnisbereich, der ständig kleiner, Frischwasser ne? zu... Wo? Ein kleiner. Ach, der ist auch direkt am Bach. Also auf jeden Fall eine Seltenheit. Man hat sich hier von dem klassischen Tretbecken, was ja in den 70er Jahren gebaut wurde, zum Kneipen, hat man sich verabschiedet. Und hier das geschaffen eigentlich mehr für die Wanderer, zum Spielen, zum Erleben. Von Kindern ist auch, oder entspricht den Spielplatzrichtlinien. Das heißt, es ist auch relativ ungefährlich. Das Spiel mit Wasser hat immer eine geringe oder hat eine Gefahr, aber hier haben wir nach den Spielplatzrichtlinien gebaut mit Naturmaterialien. Und trotzdem haben wir auch ein Betonbecken gebaut. Also unter dem Alm ist ein Betonbecken, so dass man auch den Kies, den man im Moment leider nicht sieht, reinigen kann. Diese Dorfgestaltung, das ist ja im Rahmen der Dorferneuerung entstanden, dass das Ausgangspunkt ist für weitere Projektvorhaben. Und von daher haben wir uns da gefreut, dass dieses Projekt gekommen ist. Wir haben im Regionalbudget 2022 Prioritäten festgelegt. Die erste Priorität war Projekte, die Kindern und Jugendlichen zugutekommen oder an denen Kinder und Jugendliche beteiligt waren. Und die zweite Priorität war Natur und Umwelt. Und wir haben dieses Projekt hier bei Natur und Umwelt angesiedelt und haben uns gefreut, dass wir hier ein Vorhaben haben. Aber es passt genauso gut in die erste Priorität, weil die Kinder und Jugendlichen davon eben auch profitieren. Ja, vorher ein anderes Tretbecken, das sehr in die Jahre gekommen war. Und das ist eine tolle Sache, dass der Bach dann eben so aufgeweitet werden konnte. Aus meiner Sicht sieht es sehr natürlich aus und ich gratuliere da einfach. Die Stadt hat die Planung, glaube ich, gemacht, die Umsetzung, ohne dass da jetzt Externe da noch mit eingebunden waren. Ich finde, es sieht sehr gut aus und ist auch ein Ort zum Verweilen, der hier entstanden ist. Ich sag mal, dass man was sagen kann, deshalb ich sag mal, haben alle schon das gesagt, was uns eigentlich tatsächlich auch ich sag mal, so umgetrieben hat, als wir vor circa 15 Jahren ist mal, uns mal damit beschäftigt haben, dass ist mal, unser Tretbecken tatsächlich, unser altes Tretbecken in die Jahre gekommen ist. Auch niemand mehr da war, der ist mal, sich tatsächlich hier aktiv um den Erhalt dieses Tretbeckens ist mal, bemühen konnte, weil auch ein Quartier wird älter und ist mal, da ist es oftmals so, dass nicht immer genügend Leute da sind, die sich dann mit aus der historische gewachsene Dinge tatsächlich ich sag mal, dann auch befassen können. Und deshalb war die Idee, Frau Küppers hat das ja ich sag mal, geschrieben, auch in der Dorferneuerung eine Konzentration einzuleiten,
Dinge, die man in den peripheren Bereich, ich sag mal, hat und dadurch schwierig werden, ich sag mal, sie langfristig auch zu halten, dann in den Kern, ich sag mal, unseres Quartiers hier reinzubringen, um die Qualitäten, ich sag mal, die wir haben, ich sag mal, dadurch auch nur aufzuwerten. Ja, dafür erstmal herzlichen Dank an den Frau Küppers natürlich, ich sag mal, an die Stadt Bad Wildungen und an Markus Küster, der, ich sag mal, in einem Feld immer damit befasst ist, ich sag mal, unsere Ideen, ich sag mal, dann in irgendeiner Art und Weise, ich sag mal, dann ich sag mal, zeichnerisch und ich sag mal, planerisch umsetzen zu können und zu dürfen. Das ist, ich sag mal, nicht, das ist schon eine gute Zusammenarbeit, die wir da sind. Wir verfolgen in einem Feld grundsätzlich ein Ziel, dass wir davon keine, nach Möglichkeit, keine Einzelobjekte, ich sag mal, mehr betrachten, sondern ein Ziel, das wir irgendwann mal über die Dorferneuerung beschrieben haben, ein Gesamtziel muss es sein. Und dies ist eine Ergänzung von dem, was wir haben und was wir weiterentwickeln wollen. Auch das hat Frau Küppers schon gesagt. Der vordere Bereich, der jetzt noch so umgestaltet aussieht, ist eigentlich nämlich der Kinder- und Spielbereich. Der wird natürlich im Zuge dieser Anlage, wenn der Steg erneuert wird, der Teich wieder befüllt ist, eben angepasst und entsprechend wieder dargestellt und herausgeführt, um auch den Ansatz der generationenübergreifenden Möglichkeiten deutlich zu machen.